Becky und ich waren schon fleißig. Wir haben nämlich oben im Heuboden aufgeräumt und zusammengekehrt und alles. Und machen jetzt den Stall von den zwei großen Ponys, beziehungsweise vom Pferd und vom Pony. Und die Regina muss innerhalb von einer halben Stunde irgendwann spätestens kommen. Und ja, dann mache ich jetzt mal den Stall und ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen was filme. Seht ihr ja dann. Bis dann. Becky hat gerade die Alina mit dem Schwamm abgeduscht. Eigentlich gar nicht so die dumme Idee. Hey Bobby. Jimmy läuft gerade übrigens mit der Schleife rum. Hat ihm die Becky vorher drum gemacht. Und ich habe ihn gerade mit seinem Schwamm abgewischt. Damit er ein bisschen abkühlt. Ich habe ihm ein Leckerli mitgebracht. Endlich die Regina. Doch, voll. Hallo Regina, sag hallo. Hallo. Kini hat einen Käfer da. Also, hey. Und, was hast du gerade gemacht? Ich glaube, ich bin mit den Gästen unterwegs gewesen. Sie hat jetzt schon wieder heim. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt doppellos. Genau. Maddie ist grad, hat gerade den Jimmy geputzt und jetzt wird es gerade aufzäumen, weil wir haben schon zu spät dran. Wie immer. Vielleicht ist es schon irgendwie da oder so und warte schon. Oh, Jimmy. Und es ist noch echt heiß. Ja, es ist wirklich noch ganz schön warm eigentlich. Aber egal, mal gucken. Vielleicht hat er keinen Bock nicht oder so. Oder es wäre auch geil, man weiß es nicht. Er kennt das ja halt gar nicht, gell? Na, so gefahren, das ist das Kind ja nicht. Nee, da ist er nicht eingefahren. Nein, spürst du den vorhin nicht ein. Wenn der vor dem Storch Angst hat. Stimmt, sonst hast du auch Xani. Dafür. Mandy, du wärst nicht scharf. Du wärst nicht scharf. Irgendwann habe ich mit dem Schild. Echt? So der Gang. Ich will immer filmen. Ich will mal so was. Hast du was drauf? Was denn? Ja, wieso? Natürlich habe ich es drauf. Da muss ich mir jetzt anlegen gleich. Mhm. Und dann durfte ich, meine Trainerin hat mir da ganz kurz gezeigt, wie das alles funktioniert, hat mir die Zügel quasi in die Hand gedrückt und mir halt, wie gesagt, erklärt, auf was ich achten muss. Und ich muss sagen, ich habe es mir leichter vorgestellt, weil Longines ist jetzt auch nicht so die Kunst. Aber da du hier wieder zwei Zügel in der Hand hast und eigentlich quasi vom Boden aus reitest, ist es dann doch wieder eine richtige Umstellung. Und zusätzlich war das auch noch ein kleines Problem, da die Zügel so entlang waren, hingen die wieder auf dem Boden rum und das und das. Und am Anfang hatte ich noch keine Gerte in der Hand, die hatte ich dann später selber in der Hand. Also es war alles ein bisschen gewurstelt, weil es einfach Gewöhnungssache ist. War aber dann wirklich cool, weil ich hatte sowieso da von ganz von Anfang an hatte ich nie gedacht, dass der Jimmy da so brav ist. Weil der ist eigentlich einer, der auf Neues immer sehr skeptisch reagiert.
da aber sofort super mitgemacht hat und einfach sich drauf einlassen hat und ja, ich war dann wirklich super zufrieden. Ja, dann wie gesagt, fahren wir da gemeinsam an. Ich habe zuerst mal nur die Zügel gehabt und nicht die Pferde. Getrieben hat dann meine Trainerin, die Terry. Und ja, haben das dann alles in einem Schritt ausprobiert, wo ich wann anziehen muss und wo ich wann drauf schauen muss. Genau. Viech gemacht. Schau mal, Mio! Hey, das ist für echt anstrengend. Wir lassen die ganze Zeit mit. Au, das tat weh. Für das Sportprogramm. Für beide, ja. Ich dachte, wir machen echt müssen wohl. Ziehen wir sie Kappen mit. Komm dann gleich runter, ja? Ah, cool. Echt jetzt? Jetzt taugt er. Na, wo sagt denn die? Wie zu jeder, die ist gemein. Ah, doch, aber ist glaube ich gar nicht. Mach deinen Mund auf, komm schon. Ja. Nee. Sagst du Regenbogen? Was ist die Sache? Jetzt steht er da einfach. Verpisst das nicht. Du musst selber auch duschen. Das ist halt. Duscht ja. So ungewohnt. Wir sind jetzt fertig mit dem Training, beziehungsweise ja, mit der Doppellaufstunde. Sitzt jetzt immer noch auf dem Reitplatz, weil die Becky noch freispringen wollte und ich bin so nett und filme jetzt so ein bisschen. Er muss es größer machen. Ja, und die Doppellaufstunde war eigentlich ganz cool. Aber ich hoffe, das hat noch nicht so drauf mit den Zügeln nachgreifen. Also das ist alles eine Übungssache, die ich erst lernen muss. Werde mir aber wahrscheinlich so eine zulegen, weil ich das echt die coole Übung finde, weil man eigentlich vom Boden aus genauso viel arbeiten kann dann wie von oben. Und wenn ich mal keine Lust zum Reiten habe, kann ich mal Doppellosch machen. So. Jetzt kommt die Becky. Nee, jetzt kommst du an die Losch. Nee, ich bin K.O. für heute. Hey. Schön rot, schön. Eigentlich könnte ich euch jetzt erzählen, was wir morgen vorhaben. Und zwar, wir fahren morgen zum HKM. Das ist Skittys Gigastore, heißt der jetzt. Auf Traunstein, wo wir auch letztes Mal schon was gepostet haben. Und da machen wir was Besonderes. Und zwar sind wir gefragt worden, ob wir Bock hätten, für die ein Werbevideo zu drehen. Quasi, das heißt, wir dürfen die neuesten Kollektionen anprobieren. Die sind extra bestellt worden für uns. Und müssen daraus dann quasi ein lustiges Werbevideo machen. Und haben uns da ganz, ganz viel überlegt. Und sind mal gespannt, wie das so wird. Weil wir haben uns dann schon ganz viele Sachen zusammengesucht und wollen da ganz lustige Sachen draus machen. Ja. Und ich hoffe, euch gefällt dann das Video morgen. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie es wird. Und so, dann beende ich das Video so mit heute. Und zwar, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Follow Me Around. Bis morgen.